Ich bin aus dem Bett gefallen. Alter, weck mich noch nicht so früh. Es ist nicht früh. Die Sonne geht auf, natürlich ist es früh. Das ist normal. Das ist die erste Nacht, wo ich mit Klamotten geschlafen habe, weil ich schon so müde bin. Zumindest so müde war. Dass ich einfach reingepennt bin. So, schauen wir da. Und so, willst du grillen zum Frühstück? Nein, glaub nicht, mir egal, dann machen wir die Sache. Oder willst du einen Rundflug mit dem Helikopter machen? Aber nee, ich glaube, da passt nur einer rein, gell? Ja, keine Ahnung, warum die anderen sitzen, wo der rauskommt. Ach, egal, dann kannst du mal ein bisschen fliegen und ich, keine Ahnung, hol was zum Essen. Also dann bis gleich. Jotti, wie ist der Rundflug bisher? Ziemlich gut. Gefällt's dir da in der Luft? Ja. Kannst du aber gut fliegen? Ja. Wo weißt du das? Ich sehe dich von da unten. Ich laufe hier gerade entlang. Ich bin gerade beim Bäcker. Ich sehe dich da oben rumfliegen. Okay. Ja, dann bis gleich noch. Bis gleich. Also bin gleich da. Was? Ja, dann bis gleich. So, jetzt einfach nur gucken, wie ich da lang komme. Ja, hier lang. Okay, also gut. Ah, okay. Ah, perfekt, bin da. Oh, zum Glück bin ich dann rüber gekommen. Jo, bin da, mach mal die Tür auf, bitte. Jo. Besser, Mann. Ey, woher hast du eigentlich diese Ringe? Keine Ahnung. Auf eBay gekauft. Bestimmt für einen billigen Preis. Ja, sind 20. Dann hier. Danke. Ja, und dann guten Appetit. Danke. Arschbombe! Boah, Scheiße! Fuck, 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 das ist verdammt kalt. Verdammt kalt. Fuck. Ah. Oh, es ist kalt. Das ist die Antarktis. Es geht bei dem da oben schief. Was geht bei dem da unten schief? Ah, Scheiße, ich muss mich abtrocknen. Sorry, ich habe dein Zimmer nass gemacht. Ah, wo ist das Handtuch? Hier hängt's. Na, okay. Hi. Was reactest du? Kalles, so macht sich dieses Kalles zeigt, wie du reich bist. Die sind aber schon reich. Trotzdem. Musst du noch reicher werden? Ja, muss ich. Mit dem Business-Tipp von KLS. Von Mount Everest. Wurde Mount Everest wahrscheinlich nur der höchste Berg der Welt ist. Das ist ein Vulkan in Hawaii. Aber dadurch, dass das Wasser so hoch ist, ist schon nur noch 4000 Meter hoch. Normalerweise ist er 10.000 Meter hoch. Kann ich jetzt mal meine Kamera lassen? Entschuldigung, Instagram-Fotos. Ich muss noch den Klingelton ändern. Ja, was? Was? Ja, ich habe mich hier gerade in der Stadt verlaufen. Könntest du mich abholen? Okay, mit was? Vielleicht mit dem Helikopter. Okay, ich kann ihn aber nicht fliegen. Egal, ist einfach.
Okay. Mann, bis gleich. Ja, bis gleich. Oh, oh mein Gott. Oh, ich bin noch nie so ein Ding geflogen. Oh, verdammt. Scheiße, wo ist er? Ah, ah. Oh Gott. Gott, nein, nein, nein. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich stürze ab. Nein, nein. Gott, Gott. Oh, oh, das war knapp. Oh, oh, scheiße. Fuck, Mann, T, wo bist du? Ich bin in der Stadt beim Eiswagen. Am Eiswagen, okay. Da waren wir mal. Oh, scheiße. Boah, ich wäre fast gestorben. Ich wäre fast abgestürzt. Ich sag ja, ich kann das Ding nicht gut fliegen, aber... Scheiße. Ich hab's. Okay, ich sehe ihn. Ich komme. Ganz langsam landen. Ganz langsam. Oh, zu schnell, zu schnell! Oh. Komm, steig ein. Jetzt regnet es auch noch. Ich muss noch kurz in die Stadt leider gehen und muss noch was erledigen. Du kannst ja nach Hause fliegen, wenn du willst. Ja, oder dann, ciao. Bis nachher. Bis nachher. Oh, scheiße, es regnet schnell unter Baum, unter Baum, unter Baum. Och man, warum regnet es denn genau jetzt? Verdammt. Ich stell mich hier drunter. Jo, Steve, ich habe den Helikopter manipuliert, aber irgendwie hat er noch eine Kontrolle bekommen. Er wäre fast abgestürzt. Das ist Opfer, Alter. Wie kann er das noch überleben, Alter? Jetzt regnet es auch noch. Okay, ich könnte mit dem Auto natürlich ihn fahren lassen, dass er dann auch runterschanzt oder so. Halt die Bremsen manipulieren. Ja, gute Idee, Steve. Dieser verdammte Regen. Wieso regnet es? Oh. Oh. Jetzt habe ich gerade auf den Himmel geguckt, ja. Hör mal. Auf die Fernsehen, Alter. Was ein cooler Typ. Warte, kurz die Schlüssel holen. Aufschließen. Oh, perfekt. Hi. Hi. Was guckst du da? Tom und das Erbe immer im Labor mit Senf. Mit Senf? Ich dachte, es wäre mit Marmelade. Marmeladenbrot mit Senf. Mit Honig. Nein, mit Senf. Wer isst ein Marmeladenbrot mit Senf? Außer Tom. Du. Kannst du mal deine Quietsche-Ente hier wegräumen? Das ist deine. Das ist nicht meine. Doch. Ich habe keine Quietsche-Ente. Doch. Nein? Doch. Okay, vielleicht schon. Nee, ja, ich muss kurz pissen gehen, ne? Okay. Okay, das bin zum Glück endlich fertig. Ah, ich störe dich nicht. Nein. Gut. Guck, also. Tom ist seine Freunde blärt. Jetzt guckst du was anderes. Tom ist uns seine Warte, ich guck mit. Dragon. Ventilator anmachen. Ziemlich warm. Ja. Ich fällt meine Tür. Boah, Regentage sind schrecklich, ey. Vor allem muss ich auch noch ausliefern. Ja, oh, krasser Film. Oh, oh. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Ich hab eine Lieferung für. Okay, da ist einer zu Hause.
Also wo soll ich das hinstellen? Stellst einfach hier hin. Okay. Hier haben sie einmal ihren Laptop. Okay. Hier. Also, okay. Ciao. Tschüss. Oh, wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, so alte Kinderserien anzugucken. Ja, vor allem Tom und das Erbe Marmeladenproduzent. Ja. Ich gehe dann mal in die Stadt und muss mir meine Schuhe holen. Deine Schuhe? Du hast doch welche an. Nein. Neue, das sind meine, alte. Das sind meine Hausschuhe. Ach so, wo hast du die verloren? Hast du die bei, hast du die bei der Eisdiele verloren? Nein. Ich hab. Ja, die habe ich im Bad mal vergessen, wahrscheinlich gucken mal. Okay. Ja, auf jeden Fall bis gleich, bis nachher. Ja, ja, bis nachher. Ja. Den Fernseher mach ich mal aus. Lass mal entspannen ein bisschen. Jetzt langsam mal gefunden. Hey, T. Jo. Hast du deine Schuhe gefunden? Ja. Okay. Ich gehe jetzt gerade in die Garage. Okay. Ja. Du bist doch gar nicht in der Garage. Ich wollte dir gerade noch ein bisschen, Geld mitbringen, dass du halt was kaufen kannst. Ich habe Kreditkarte. Okay. Ich gehe gerade noch, habe ich gesagt. Ach so. Ja, ich guck einfach mal ein bisschen. Die Quietschende ist nicht meine, ey. Was meint der damit die ganze Zeit? Überhaupt eine Gitarre spielen? Nein, ich hab's nie gelernt. Ja, schon. Wann auch immer das war. Nochmal. Was googelst du denn so schön als die? Google. Oh Gott. Ich hätte da nicht reingucken dürfen. Verdammt. Was war das für ein Geräusch? Hallo? Ist jemand da? T? Es kam von oben. Nein, hier ist auch gar keine Kamera. Seltsam. War vielleicht unterm Bett? Nein. Die Couch? Nein. Auch nicht. Hier, diese Kamera. Wer hat die gerade betätigt? Jo, T? Jo. Bei uns ist, glaube ich, jemand eingebrochen. Das scheint in dem einen Haus zu sein. Ich werde hier im unteren Stock mal ein bisschen nach ihm gucken. Okay. Ich informiere dich dann. Gott sei Dank ist ja nicht so wertvolles Zeug in dem Haus, in diesem Haupthaus. Ja. Das ist ja scheiße.
Wer ist das denn? Überhaupt in dem Haus? Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Ich verstecke das sich hinter der Stadt. Nein. Im Badezimmer? Badewanne? Hinter der Badewanne? Nein. Auch nicht. Ich weiß nicht, ich komme wieder heim. Oh, okay. Oh Mann, dieser verdammte Einbrecher. Oh, hoffentlich ist er noch nicht abgehauen. Oh, da bist du ja. Oh, du bist aber früh da. Oh, da hab ich mich gerade leicht erschrocken. Oh. Boah, ich bin gerade ein bisschen paranoid, weil das hat sich nicht so angehört, das kam das von dem einen Haus oben, aber da ist ja nichts. Ja, vielleicht war auf dem Dach von dem Haus. Scheiße. Hoffentlich ist der nicht entkommen. Sorry, gell, falls er entkommen ist. Ja, passt, da ist eh nichts Wertvolles drüben mit dem Haus. Ja, okay. Aber warum wird hier... Ja, okay, ich kann schon verstehen, warum hier jemand einbrechen würde. Ja. Soll ich dir was machen? Dann machst du schnell was zum Essen. Ja. Okay, ich warte. Aber ich glaube, ich gehe baden. No, okay. Machen wir es nachher. Bis nachher. So. Und den Wasserhahn an. Ah, das ist kaltes Wasser. Aufdrehen, warmes Wasser. Perfekt. Wo ist es bald? Ist es fertig? Ja, ist fertig. Okay, perfekt. Dann können wir uns hier hinsetzen. Was hast du gekocht? Fleisch. Okay. Perfekt. So einen großen Hunger habe ich nicht, aber danke.